Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe abgestimmt und zwar, ob ich denn meine Challenges einfach mal durchzählen soll und gucken soll und austauschen soll, weil hier ist wirklich super viel Kleingeld drin. Und da haben super viele von euch gesagt, dass sie da auf jeden Fall Interesse haben. Ich meine, hallo, das geht gar nicht mehr richtig zu. Und deswegen machen wir das in diesem Video. Wir gucken einfach mal, was ist in meinen Spar-Challenges alles so drin. Wir werden es nicht rausholen. Also ich möchte gerne ein Jahr lang quasi sparen. Und ich werde auch gleichzeitig den Ordner tauschen. Und zwar von diesem hellblauen hier. Ziehe ich jetzt erstmal in diesen schönen Konfetti-Filofax um. Den habe ich ja ganz, ganz neu. Und hier ist auch noch die Kalendereinlage drin. Das machen wir auch raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Das kann ich nämlich gleich mal rausmachen. Okay. So. Denn ich werde ja hier nur diese Umschläge benutzen. Deswegen brauche ich die Kalendereinlagen nicht und auch die hier brauche ich auch nicht. Das Lineal und hier den Schutz machen wir auch mal raus. Genau. Ist der nicht wunderschön? Ich habe den ja auch noch mal andersherum. Den seht ihr hier. Also das sind die beiden Schätze. Das ist in der Personal-Größe. Das ist einmal, dass halt das schwarze innen ist und das rosane außen. Finde ich fast noch schöner. Aber der hier ist auch richtig, richtig schön. Und ich freue mich, dass der jetzt in meine Familie der Budgetbeine eingezogen ist. Und die alten werde ich nicht wegschmeißen, denn vielleicht werde ich ja früher oder später wieder hier rein umziehen sozusagen. Ja, da werde ich einfach mal schauen. Und wir werden jetzt gucken, wie wir das alles mal umgestalten. Ich habe hier auch ein paar Designblöcke, wo ich da mal gucke. Ja, die sind ein bisschen sehr wild hier. Was ich da nehme, ups, so als Deckblatt wieder, ne? Also, da freue ich mich. Vielleicht werde ich auch bei der Budget-Würfin wieder, Budget-Würfin, wieder so eine Schrift bestellen, weil ich brauche eh noch was für unseren Roller. Da habe ich sie eigentlich schon angesprochen. Oh je, ich habe es ganz vergessen. Da muss ich dann eh noch mal gucken. Und da kann ich vielleicht gleich eine XXL-Bestellung machen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier vorne an. Hier vorne Spar-Challenges einfach nur. Und zwar, ich habe ja jeden Monat eine kostenlose Spar-Challenge. Und ja, das mache ich jetzt schon genau ein Jahr. Ich kann euch gerne mal alle kostenlosen Spar-Challenges unten in der Infobox verlinken, beziehungsweise die Playlist. Da könnt ihr gerne mal durchswipen. Ich habe hier auch noch ein paar drin. Ich kann euch die ja gerne mal zeigen. Und zwar war das hier die Geldsuche-Challenge. Die Süßigkeiten-Verzicht-Challenge, das heißt, ich habe versucht, auf Süßigkeiten zu verzichten und habe mich, glaube ich, bestraft, wenn ich es nicht geschafft habe. Hier habe ich versucht, täglich eine Portion Obst zu essen. Hier habe ich versucht, täglich 3 Liter Wasser zu trinken. Und hier habe ich versucht, täglich eine Portion Gemüse zu essen. Ich versuche immer, die Spar-Challenges so ein bisschen thematisch auch anzupassen und halt etwas. Ja, man muss sich ja auch nicht bestrafen, man kann das Ganze ja auch mit einer Belohnungsgebühr machen, man kann das Ganze auch komplett ohne Geld machen, ist einem auch völlig, ja, wie man das halt möchte. Und ja, wie gesagt, alle Links da unten in der Infobox, die kleinen hier für den Budgetbinder, die ihr halt immer im Etsy-Shop und die kostenlosen Vorlagen sind meist A4-Formate oder immer, aber auch so, dass ihr es verkleinern könnt teilweise und dann hier in die Budgetbinder mit reinpacken könnt. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, drin sein sollten. Seit Mai 2021, richtig cool, habe ich jetzt 210 Euro insgesamt gesammelt. Ich hatte auch eine Spar-Challenge, die war, aber da habe ich was gespendet. Oder habe ich das sogar zweimal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, im November auf jeden Fall. Und ich glaube im Juli. Und die beiden Beträge hatte ich damals gespendet. So, dann schauen wir mal. Ich habe auch extra Geld abgehoben. Und das Geld, was wir jetzt hier quasi rausnehmen, das kommt dann wieder eingezahlt auf mein Konto. So, jetzt habe ich hier nämlich Geld. Und das kann ich dafür benutzen. Erstmal zählen wir nach. Was sollte jetzt hier drin sein? Das habe ich schon wieder vergessen. 210 Euro. 150, 60, 70, 80. Das sind doch viel mehr. Ich habe die letzten Monate gar nicht mehr draufgeschrieben. Oh, oh. Okay, Moment.
Das hier waren 28 Euro. Ich glaube, das war im April. Wir gucken mal, was jetzt hier drin ist. Und dann schauen wir mal, was dann im März reingekommen ist. Ich weiß nicht, ob der März, glaube ich, diese ganzen... Ich glaube, die drei habe ich gemacht im März. Aber ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Oh. Also nochmal 100, 150, 170, 180, 190, 200, 210, 220 und 225, 230 und 238, 238 minus, ach, das passt ja, dann habe ich, das ist sehr komisch. Okay, 238 Euro sind drin und passen dann ja auch, wenn man den April noch dazu rechnet. Habe ich 2 Monate keine Challenges gemacht? Oh Gott. Ah, ich glaube, das Aussortieren, das Sparrad hier habe ich gemacht. Das habe ich ja mit meiner Minimalismus-Challenge gemacht. Und ich glaube, da habe ich immer aussortiert, sodass ich dann keine Strafe zahlen musste. Ich glaube, so war das auf jeden Fall. Ja, und jetzt tauschen wir das nämlich einfach mal. Und zwar nehmen wir die 200 raus. Und dann 10, 20, 30, 40, 50. Somit sind das jetzt 200 Euro. Das tausche ich jetzt einmal aus. Dann haben wir jetzt hier die 200 drin. Und dann tauschen wir das Kleingeld natürlich auch, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass das rauskommt. So, 2, 4, 6, 8, 10. Und Moment, ich gucke mal, ob ich hier noch einen Zehner liegen habe. Habe ich. So, dann kommen die 10 jetzt raus. Kommt auf die Seite. Und ich glaube, kleiner können wir es jetzt nicht, größer können wir es nicht mehr machen. So, jetzt gucken wir nochmal. 238, 220, 30, 35, 38. Perfekt. Ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen dünner. Und wie gesagt, das Geld möchte ich... Ach nee, ich wollte jetzt auch einen neuen Umschlag machen, ne? Ach ja, da war ja was... Ich glaube, wir zählen lieber erstmal alle durch, oder? Was sagt ihr? Schade, dass ihr gerade nicht mit abstimmen könnt. Ja, dann haben wir hier die 52-Wochen-Challenge. Da brauchen wir nichts umtauschen, denn das ist in meiner Sparbox drin. Dann haben wir hier die Geldwäsche-Challenge. Ich glaube, hier ist auch schon großes Geld drin. Ja, hier haben wir einen 50er und einen 10er. Und 60 Euro sollten drin sein. Dann haben wir die Money Street. Ich glaube, hier könnten wir ein bisschen was umsortieren. Gucken wir mal. Drin sein sollten 148 Euro. 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145 und 148. Gucken wir mal. Nehmen wir mal 50 raus. Also hier. Die nehmen wir raus. Packen wir einen 50er rein. Und hier haben wir jetzt, da packen wir nochmal 40 rein. Also 20, 30, 40. Die kommen raus. Und ein 20er und zwei 20er. So, jetzt müssten hier 140, 148, 145, 148. Das passt also. Kommt das schnell wieder hier rein. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie viel Geld ihr jetzt schon mit euren Spar-Challenges quasi, ja, gespart habt. Ich finde das richtig cool. So, und jetzt kommt das Allerschlimmste, der allerschlimmste Umschlag, weil hier ist wirklich so viel Kleingeld drin. Das ist schon nicht mehr feierlich, weil wir hier immer das Pfandgeld reintun. Das muss definitiv ausgetauscht werden. Die Vorlage ist von der Finanzgräfin. Das Kleingeld, da kümmern wir uns jetzt gleich drum, beziehungsweise wir nehmen mal 1, 2,
3, 4, 5. €1,10, 20, 30, 40, 50. 2 Euro haben wir jetzt hier. Dann nehmen wir einfach die 2. Hatten wir nicht gerade hier einen 2er? Genau. So. Dann ist das Kleingeld schon mal raus. Dann gucken wir mal, ob wir da noch was. Das können wir jetzt gerade nicht tauschen. Aber vielleicht die Scheine. Oh, endlich. Dann kriege ich meinen Umschlag endlich wieder zu. Mein Budgetbinder. Freue ich mich. Und habe wieder. Ach nee, ich wollte sie einzahlen, ne? Naja, okay. Machen wir hier 50 Euro raus. Also 10, 20, 30, 40, 50. Das kommt raus. Der 50er kommt rein. Und hier haben wir auch nochmal einen 50er. Perfekt. Kommt auch raus. Kommt auch rein. Wie gesagt, das Geld habe ich vom Konto abgehoben. Und das andere Geld, was ich jetzt hier quasi rausnehme, wird dann auch wieder eingezahlt. Dann passt das auf dem Konto auch wieder. Das Geld ist jetzt quasi erstmal vom Notgroschen abgezogen. Falls ihr euch wundert. Und dann wird sie aber wieder auf den Notgroschen draufkommen, wenn ich es einzahle. So, dann haben wir Pfand sparen. Und dann kommen wir noch zur Weihnachtschallenge. Da habe ich mir ja Anfang des Jahres vorgenommen, für Weihnachten schon mal ein bisschen was anzusparen. Und ich habe jetzt schon richtig viel. Ich habe jetzt nämlich schon, ich glaube, 450 Euro von 550. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. So, wir haben jetzt hier noch einen 100er liegen. Da tauschen wir mal so viel wie möglich klein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann sind das jetzt 100 Euro in Kleingeld. Packen wir weg. 100er kommt rein. Und jetzt habe ich hier noch einen 50er liegen. Mehr habe ich hier leider nicht mehr. Das heißt, wir tauschen jetzt hier ein paar Zehner aus. 10, 20, 30, 40, 50, 60, nein, so viel dürfen wir ja gar nicht. 10, 20, 30, 40, 50. Das kommt jetzt raus. Und der 50er kommt noch rein. So. Oh, wir hatten hier geknabbert. Da hat ja wohl jemand Hunger. Dass der Janis war. So. Und jetzt zählen wir hier mal nach. Es ist immer noch super viel. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich hier noch einen 20er... Hatte, ja, hatte ich sogar noch. 2 sind hier sogar noch. Dann können wir, upsala, hier die 5 rausnehmen, noch einen 5er rausnehmen, einen 10er rausnehmen, einen 20er reintun. Und dann nochmal 2 10er raus und einen 20er rein. Ja, das ist doch super. So, ich glaube, mehr Geld. Ich gucke gerade mal den Haufen nach, den wir aus... Ah! Noch einen 50er gefunden. Ich bin so doof. Okay, wir nehmen wieder 2 Zehner zurück und packen den 20er raus. Ich hoffe, ihr steigt noch mit. So, durch meine ich. So, und jetzt packen wir die 50 rein und die 50 nehmen wir jetzt hier raus. So, und die 50 nehmen wir. Oh, so, wir haben immer noch das Glück, wir können jetzt nachsehen, ob ich jetzt hier nicht irgendwie total den Blödsinn gemacht habe. Also 100. 200, 250, 300, 350, 400, 420, 40 und 450 Euro. Passt also alles. Also dieses ganze Wirrwarr hatte auf jeden Fall nicht zur Folge, dass ich jetzt mich hier irgendwie verrechnet habe. Immer mein Finger, ne? Ja, somit, schaut mal, der ist doch gleich wieder richtig dünn und er geht zu. Das ist auf jeden Fall die Intention, die ich hatte. Jetzt hole ich euch mal ein bisschen raus. Jetzt seht ihr hier, ach nee, das Geld seht ihr nicht. Und jetzt können wir hier nämlich die neuen Umschläge gestalten. Ich habe hier noch so einen kleinen Block. Ich weiß nur nicht, ob der mir zu braun ist. Der ist von Action. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Also ganz überzeugt bin ich von dem nicht. Das ist alles so braun. Ach, hier geht es noch weiter hier hinten. Ich glaube, es ist mir auch zu viel los. Ich finde es schön, aber ich glaube, es ist irgendwie... Oh, das ist schön. So ein brauner Budgetbinder. Naja, auch mal was Neues.
Gut, gucken wir mal noch hier. Das hier ist noch ganz schön, das passt eigentlich auch ganz gut dazu. Dann nehme ich das ohne Glitzer. So, das ist hier nämlich so ein Türkiser, auch richtig schön, aber weil der halt rosa ist, der Budget Binder, wollte ich da jetzt kein Grün reinmachen, wo ich die wirklich richtig schön finde. Oh mein Gott, die sind richtig hübsch. Vielleicht tausche ich es irgendwann nochmal aus. Es ist zwar auch ein bisschen grünlich, also bei euch in der... Ob es geht eigentlich. So, aber jetzt habe ich mich gerade. So, auch der ist von Action, aber... Nee, die sind neu, genau. Gut, und jetzt werde ich mal schauen. Ich werde die mal kurz zurechtschneiden. Dafür messe ich mir jetzt einmal hier meine Hülle aus. Hier haben wir das Lineal von Filofax. Hier messe ich jetzt immer aus, eigentlich von dort bis dort, weil man ja hier nichts mehr reinpacken kann. Aber ich glaube, ich werde es größer machen. Moment hier mal. Also 17 mal 8,2. So, ich gehe mal kurz, oder ich hole es euch einmal her. Können wir aber auch so machen. Das ist mein Schneidebrett. Kann ich euch unten einmal verlinken. Das ist sehr gut. Also, was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche nochmal. Ich habe echt ein Hörn wie ein Sieb, oder wie nennt man das? Genau, das waren 17. Und hier waren es 8,2. So. Und dann hatten wir ja hier 15, 16, ne? Ja. Zack. Gucken wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Oder ich. So, um es reinzukriegen, brauche ich ein bisschen Gewalt. So. Ja, sehr geil. Ach Leute, ich bin doch echt doof, ne? Das waren doch 17. Okay, nochmal. Nochmal. Jetzt habt ihr total das Ding bekommen. So, nochmal. 18,2. 8,2. Das ist auch gut so. Das passt. Zack. Und jetzt 17. Das heißt, so müsste es 17 sein. Auf ein neues. Das holen wir jetzt hier raus. Und das kommt jetzt hier rein. Ja, das gefällt mir besser. Dann nehme ich das andere zum Basteln. Also das schmeiße ich jetzt natürlich nicht weg. Perfekt. Toll. Wie viele brauchen wir eigentlich? So, mal gucken. 1, 2, 3. Dafür wollte ich jetzt auch eins machen. 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 Stück brauchen wir jetzt. Und... hiervon mache ich jetzt einfach noch einen. Wir müssen nämlich auch welche doppelt machen. Und hier nochmal 17. Keine Angst, ich schmeiße das wirklich nicht weg. Das wird alles noch benutzt. So. Nee, wir brauchen das noch gar nicht da reinmachen, denn ich beschrifte die ja gleich noch. So, dann haben wir hier noch einen. Habt ihr auch eure Budget-Binder so ein bisschen so... verschönert oder macht ihr das so, wie ich es am Anfang gemacht habe? Da habe ich ja immer so mit Washi-Tapes das Ganze verziert. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und welche Farbe ihr dann benutzt habt. Also und wie euer Budget-Binder allgemein aussieht. Habt ihr auch einen von Filofax? So, und der nächste. Ich glaube, meine Katze hat Hunger. Ich rabe Mutti. Ich glaube, es ist auch gerade ein Gewinnspiel online. Ich kann euch ja mal, wenn es noch da ist und falls ihr noch nicht mitgemacht habt, das unten verlinken. Könnt ihr da gerne mitmachen. Da gibt es richtig coole Sachen zu gewinnen. Mein Freund und ich sind nämlich beide shoppen gegangen.
Jeder für 30 Euro hat da was Schönes zusammengestellt. So, jetzt finde ich unter den ganzen Sachen mein Dings nicht mehr. Denn ich wollte es diesmal mich trauen. Mit dem Dymo. Ups. Und die Schriften damit machen. Das mache ich jetzt einmal ohne euch, denn sonst sitzen wir hier wahrscheinlich übermorgen noch. Oh nein, der ist kaputt gegangen. Da kommt nichts mehr raus. Guck mal. Obwohl ich eigentlich gerade ein G gemacht habe. Gut, dann machen wir... Och Mann, das ärgert mich gerade total. Der war ja auch gar nicht so teuer, gar nicht so günstig. Habt ihr einen Trick, was ich jetzt machen kann? Also ist bei jedem tatsächlich so. Kommt nichts mehr raus. Als wäre dieses Stanzgerät kaputt. Der ist noch, den habe ich doch fast noch gar nicht benutzt. Aber ich glaube, der ist schon zu alt, dass ich ihn nicht mehr zurückschicken kann. Oh Gott, das macht mich gerade richtig traurig. Das ist doch richtig kacke. Ach, Mann, oh. Mann. Ja, toll. Muss ich mal gucken, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt trotzdem erstmal weiter. Und dann mache ich die Beschriftung einfach später. Und hole das danach. Zwei habe ich geschafft. Das ist ja echt traurig. Schade. Merkt ihr, dass ich jetzt traurig bin? Ach, das ist echt ärgerlich. Gut, dann nehme ich jetzt aus dem anderen. Was ist denn heute los? Jetzt kommt die Alarmanlage von dem Auto. Ja, so, jetzt kommt das Geld von den Challenges hier rein. Und das Kleingeld auch noch. Ach Mist, hier habe ich noch nicht die Dinger durchgedrückt. So. Perfekt. Dann kommen wir zum nächsten. Da kommt dann rein die 52 Wochen. Die habe ich auch noch hinbekommen. Perfekt. Ach nee, wir haben ja hier kein Geld. Genau, aber meine Budgetbinder, meine Vorlagen kommen jetzt hier noch mit rein. Ja, und dann haben wir noch das Sparrad. Das ist ja auch ganz cool. Ach, Moment, ich habe es zu fest gemacht. Wenn ihr auch das Problem habt und das Sparrad habt, dann einfach ein bisschen lockern. Ne, und dann könnt ihr das lustig drehen hier. Das kommt hier rein. Und dann gibt es da auch eine neue Hülle für. Aber auch schon ein Zettel, genau. Das hat nämlich noch funktioniert, das Sparrad. Und dann hat er den Geist aufgegeben. Und hier kann ich euch empfehlen, entweder diese Nüpsel immer auf der anderen Seite zu machen. Also, Moment. Nicht alle auf der Seite zu haben, sondern halt, wisst ihr, was ich mache? Das Spiel kommt ganz nach hinten. So, also nicht immer alle auf einer Seite, sondern immer abwechselnd. Oder ihr macht das komplett ab und dann könntet ihr das nämlich, das habe ich nämlich bei dem so gemacht, mit so einem Klebestreifen hier, den seht ihr auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also habe ich einfach hier so einen kleinen Tesafilm um diese eine Seite hier gemacht, quasi von hier nach dort geklebt. Und dann könnt ihr es immer zudrücken, bekommt es aber immer problemlos wieder auf, weil ihr da den Finger reinstecken könnt. Genau. Hier lasse ich jetzt erstmal die Nüpsel noch dran. Ja gut, dann kommt jetzt die Geldwäsche. Ohne Beschriftung haben wir ja leider nicht mehr, weil der Blöde dachte, er hört jetzt einfach mal auf. Gibt sein... Nervig. Vor allen Dingen, wenn man es echt noch gar nicht richtig benutzt hat. So, das Geld der Geldwäsche kommt jetzt auch noch mit hier rein. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist dann das Money Street. Auch da kommt das Spiel am... Oh, wir sind jetzt nicht verrutscht. Auch ganz nach hinten. Aber das Geld vom Money Street kommt hier mit rein. Natürlich müssen wir hier erstmal noch einen vormachen. So.
sieht so wunderschön aus. Und dann kommen wir zum Pfandsparen. Die Hüllen, falls ihr da eine Frage habt, die findet ihr auch einfach bei Amazon. Ich kann euch mal welche unten verlinken. Genau, und mein Weihnachten packe ich hier einfach mit rein. Dann nehmen wir einfach das und dann kommen ganz hinten die beiden Spiele mit hin. Und schwupps, ist er neu. Also den alten fand ich auch richtig schön, aber ich wollte unbedingt in diesen Filofax umsteigen. Und ja, da werde ich dann auf jeden Fall die Beschriftungen noch machen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Und wenn hier noch die Beschriftungen stehen, ist es wirklich 1A. Sehr, sehr toll. Da freue ich mich jetzt drüber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gern einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, vielleicht auch, wie ich das wieder reparieren kann, falls ihr dich da irgendwie auskennt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss!